Willkommen zurück hier heute bei Histophokles. Bereits in der letzten Folge hatte ich euch ja versprochen, dass wir uns jetzt hier in der zweiten Folge meiner Reihe zu den Germanenkriegen des Augustus einmal genauer die Quellen der Varusschlacht anschauen, also die antiken Schriftquellen von den Autoren verfasst wie Tacitus, Valerius Paterculus, Cassius Dio, die werden alle heute hier in der Episode ihren Auftritt haben. Da schauen wir uns mal ganz genau an, von was für Quellen reden wir überhaupt, wie sind diese Quellen überliefert worden, weil das stand ganz oft, kann man so sagen, auf Messerschneide, dass diese Quellen verloren gegangen wären und dann würden wir heute über Personen wie Varus, Arminius, generell über die Varusschlacht eigentlich kaum etwas wissen. Ganz gut sein können, dass heute keiner mehr über die Varusschlacht reden würde, denn wäre uns vielleicht natürlich auch die Netflix-Serie Barbaren erspart geblieben. Es ist natürlich auch einiges verloren gegangen über die Jahrhunderte oder über die knapp 2000 Jahre. Die heutige Existenz all dieser Schriftquellen ist, wie ihr euch alle vorstellen könnt, immens wichtig, weil wir die gesamten Germanenkriege des Augustus nur anhand dieser Schriftquellen überhaupt greifen können. Ohne diese Schriftquellen wüssten wir nichts über die Germanenkriege und es gäbe auch keine anderen Mittel in Norddeutschland, nur in Ansätzen, das zu rekonstruieren, was die antiken Autoren dort in ihren Schriften aufgeschrieben haben oder von dem sie berichten. Wenn wir nur den archäologischen Befund, die Fundobjekte heranziehen würden, wir würden in keinster Weise das rekonstruieren können, was uns die Schriftquellen überliefert haben. Dann geht es mir aber natürlich auch ganz stark darum, nochmal herauszustellen, wie stellt man sich eigentlich die Überlieferung dieser antiken Texte vor? Und da möchte ich einfach nur nochmal ganz kurz hervorheben, dass wir natürlich in der Antike als Schreibgrundlagen Papyrus und Pergament haben. Pergament existierte zeitgleich zum Papyrus so ein bisschen. Also Papyrus ist natürlich schon weit älter, das geht ja bis in die tiefste ägyptische Zeit hinein. Und Pergament, wie der Name schon sagt, soll nach einer Legende nach im Ort Pergamon in der Türkei auch entdeckt, entwickelt worden sein, wenn man das so sagen möchte. Oder da kam man das erste Mal auf die Idee, auf Tierhäuten auf Pergament zu schreiben. Und jetzt wird es aber spannend, weil wenn wir uns das jetzt anschauen, wir haben Papyrus und Pergament. Pergament ist natürlich ein sehr langlebiges Schreibmaterial. Papyrus ist aber auch nicht so wirklich kurzlebig, was die Überlebensdauer betrifft. Am Ende muss man beides einfach in guten Räumen, trockenen Räumen, klimatisch so ein bisschen stabilen Räumen halt lagern und dann kann man auch eine Papyrusrolle für sehr, sehr lange Zeit aufbewahren. Also da ist dieses Argument immer so ein bisschen komisch, dass angeblich Papyrus oder dass die ganzen Schriftquellen, die nur auf Papyrus geschrieben waren, das wird immer damit argumentiert, dass die in der Spätantike dann zerbröselten und was bis dahin nicht kopiert worden ist, das ist dann verloren gegangen. Aber das würde ich auch immer so ein bisschen mit Vorsicht betrachten. In der Spätantike fand aber eine andere Revolution statt, die für uns jetzt in diesem Zusammenhang wichtig ist. Und das ist der Wechsel von den Papyrusrollen oder vom einzelnen Pergament zum Kodex. Und da wurde eine Unmenge neu umgeschrieben, kopiert in Kodizes hinein, also in Buchform. Und das sind immer so jetzt in den folgenden Jahrhunderten die kleinen Filter, die uns interessieren, wo immer Menschen am Schreibtisch saßen und entscheiden mussten, lohnt sich das jetzt noch zu kopieren? Hat das Wert? Ist das ein wichtiger Text inhaltlich oder brauchen wir das überhaupt? Das sind ja alles Fragen, die sich gestellt worden sind. Also ich weiß nicht, ob jemand hier von euch den Film Im Namen der Rose gesehen hat oder also ich hoffe auch vielleicht, dass jemand vielleicht ja sogar das Buch gelesen hat von Umberto Eco. Da wird ja auch des Öfteren in diesem Buch darüber diskutiert zwischen den Mönchen oder den Kopisten. Lohnt sich dieses Werk oder lohnt sich dieser heidnische Text jetzt zu kopieren und somit der Nachwelt zu erhalten? Oder kann man den auch einfach in Vergessenheit geraten lassen oder der ist es halt einfach nicht wert, kopiert zu werden? Dazu kommen natürlich auch immer noch mal kriegerische Auseinandersetzungen die ganze Zeit über oder wenn ein Mönch nachts beim Kopieren einschläft und aus Versehen die Kerze am Tisch brennen lässt und es passiert ein Brand in der Bibliothek.
gibt es ja auch ein sehr, sehr schönes Beispiel aus dem Arbeitszimmer von Theodor Mommsen, wo er gerade die Gotengeschichte des Jordanes transkribiert hatte, also übertragen hatte. Und da gab es auch einen Brand im Haus von Theodor Mommsen. Ich glaube, es gab ein Problem mit einer Gasleitung. Damals wurden ja auch noch Lampen mit Gasleitungen betrieben. Dabei ist zum Beispiel dieses letzte Werk, was uns noch überliefert worden war, die Gotengeschichte des Jordanes, im Arbeitszimmer von Theodor Mommsen verbrannt. Und wir haben deswegen halt nur ganz wenige Fragmente, die Theodor Mommsen sozusagen noch mit anderen Werken und Büchern aus seinem Arbeitszimmer aus dem Fenster werfen konnte, bis die Feuerwehr dann in Berlin kam und hat diesen Brand gelöscht. Natürlich auch nochmal ein ganz guter Hinweis, dass man deswegen halt Bücher vielleicht nicht aus der Bibliothek entwenden sollte und dass es einen Grund hat, warum manche Bibliotheken einen Präsenzbestand haben. Da muss man sich dann aber immer vergegenwärtigen, wir haben diese Zeit, Ende Papyrus, Pergament, Übergang zum Kodex. Und dann wird ja die ganze Zeit durch das ganze Mittelalter hin alles immer wieder kopiert. Das sorgt dafür, dass sich die Bücher natürlich verbreiten in ganz Europa und an die ganzen Bibliotheken, dann kommen ja auch dann noch im Hochmittelalter dann die Universitätsbibliotheken hinzu. Und das sorgt natürlich im weitesten Sinne auch für ein Überleben oder ein besseres Standing dieser einzelnen Geschichtswerke, die dann nicht nur immer mehr in einer Fassung vorhanden sind. Und revolutioniert wird das Ganze ein zweites Mal, dann mit der Erfindung des Buchdrucks oder mit dem endgültigen Durchsetzen des Buchdrucks im 15. Jahrhundert. Ganz bekannter natürlich der Gutenberg in Mainz, der diesen Buchdruck denn hier in Zentraleuropa dann, sage ich jetzt mal so, will ich sagen, federführend in Umlauf gebracht hat, aber dann weiterentwickelt hat. Und das sorgte natürlich am Ende im großen Ausmaße dafür, dass man jetzt nicht nur immer mehr auf diesen Filter der Kopisten angewiesen gewesen ist, und das war natürlich auch eine sehr langlebige und teure Geschichte, sondern mit der Weiterentwicklung und mit dem Fortschritt des Buchdruckes diese Werke endgültig für die Nachwelt in großen Teilen gesichert waren. So konnten zum Beispiel, wenn man den Werk eines solchen Textes erkannt hatte, Valerius Paterculus Tacitus, sofort in die Druckerei gegeben worden und dann wurden da mehrere hundert Exemplare von gemacht und konnten in alle Himmelsrichtungen verteilt werden. Da muss man natürlich immer dann nochmal dazu nochmal kurz erwähnen, wir sind in der Zeit des Humanismus, dass es dort eine Menge Gelehrte gegeben hat, die Jagd auf solche verlorenen oder nicht mehr bekannten Texte gemacht haben, die Klosterbibliotheken auf Reisen besucht haben, auf den Kopf gestellt haben, im weitesten Sinne, sag ich mal, hochgebildete Menschen gewesen sind, die einfach dann den Wert dieser Texte erkannt haben und dann auch für deren Verbreitung und erneute Rezeption gesorgt haben. Also Beatus Renanus, der jetzt hier in dieser Folge noch eine große Rolle spielen wird, zum Beispiel für die Wiederentdeckung der römischen Geschichte des Valerius Paterculus. Ohne Beatus Renanus und seine Sachkenntnis, dass es sich dabei um einen wichtigen Text handelt, würden wir heute beispielsweise kaum etwas über die Varusschlacht und Arminius wissen. Und das Ganze endet natürlich dann so ein bisschen in unserer Zeit, dass durch die Erfindung des Computers und durch die fortschreitende Digitalisierung ein Hauptteil dieser antiken Texte, der Originaltexte oder der Übersetzungen heute online von zu Hause aus abrufbar sind und jeder damit arbeiten kann. Ich werde da auch am Ende nochmal einiges unten in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr euch auch nochmal, wenn ihr Interesse habt, diese Textquellen anschauen könnt, weil es ist oftmals wirklich sehr, sehr interessant, auch mal so in die Originalquellen zu schauen, auch wenn man kein Latein kann, einfach, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, woher das kommt, mit dem wir jetzt heute arbeiten und mit dem wir uns auch in den kommenden Episoden beschäftigen werden. Und dass da immer eine Auswahl getroffen worden sind, dass natürlich auch die Kopisten zum Teil Korrekturen im Text durchgeführt haben oder auch Ergänzungen eingefügt haben, weil man darf natürlich nicht vergessen, dass auch manche antike Texte schon sehr fragmentiert oder einen sehr fragmentierten Zustand vorgelegen haben. Die Kopisten im Kloster natürlich ihr Bestes versucht haben, diesen Text wieder irgendwie in ein Format zu bringen, das auch einen Gesamtsinn ergibt mit der Anfertigung der Kopie. Und das betrifft natürlich auch die Buchdruckerei. Da geht es natürlich nicht darum, jetzt einfach das Buch schnöde zu drucken. Das heißt, da geht man natürlich den Text auch nochmal durch und legt dann die Letter, sorgt für den Druck und dann findet halt diese Verbreitung statt. Und das ist der Buchdruck ist mit einer der Gründe meines Erachtens, warum halt ein Großteil dieser antiken Texte heute noch vorliegt. Sonst wären halt bei der Anfertigung weniger Kopien durch den 30-jährigen Krieg oder durch spätere Konflikte, auch ganz wichtig natürlich der Erste, Zweite Weltkrieg, einige dieser Schriften vielleicht noch verloren gegangen und wir würden fast nichts über die Varusschlacht wissen. Dann kommen wir mal zu einem Gesamtüberblick fast aller antiker Autoren, die wir zur Varusschlacht haben, oder ich sage jetzt mal generell die antiken Quellen, die von den Germanenkriegen des Augustus berichten. Und da haben wir einmal die Geschichtsschreiber und Biografen. Da ist einmal ganz wichtig zu erwähnen, der Aufidius Bassus und Plinius der Ältere. Beide haben jeweils ein Geschichtswerk geschrieben
in denen die Germanenkriege eine Hauptrolle gespielt haben, also extra Werke zu den Germanenkriegen. Natürlich noch ein bisschen weiter gefasst halt, also wahrscheinlich werden die mit den Zügen der Kimbern und Teutonen angefangen haben bis zur Varusschlacht und vielleicht dann auch noch Aussetzung der Römer mit den Germanen nach der Varusschlacht. Immens wichtige Werke, wo wahrscheinlich noch Details drinstehen würden, die zu einer vollkommenen Neubewertung führen würden, wenn wir die heute noch hätten. Leider sind die Werke des Aufidius Bassus und Plinius der Ältere nicht auf uns gekommen. Dann haben wir Florus, der lebte ungefähr in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts. Ein sehr komischer Text, den er uns über die Varusschlacht überliefert hat. Er passt eigentlich nicht zu den anderen Texten wie Cassius Dio Valerius Paterculus und weicht von denen einfach sehr, sehr stark ab. Also das werden wir uns auch nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob sich da eine eigene Episode lohnt, sehr, sehr kritisch zu behandeln. Also ich habe mir immer noch keinen richtigen Deut aus den Texten von Florus gemacht, wie er die Varusschlacht beschreibt. Dann haben wir noch die Dichtung und die Geographie. Und da sind allen voran erstmal zu erwähnen Claudius Ptolemäus, der nicht explizit was über die Varusschlacht schreibt, sie auch gar nicht erwähnt. Aber in seiner Geographica erwähnt er eine Unmenge von Orten in Germanien, die meines Erachtens nicht komplett, aber in Teilen auf die Feldzüge des Augustus in Germanien und auch später vielleicht noch ein bisschen des Tiberius zurückgehen müssen, wo die römischen Legionen immer Landvermesser dabei gehabt haben, eigene Geographen, die eine Bestandsaufnahme gemacht haben, die sich auch einfach die Landschaft angeschaut haben, Orte vermessen haben, dass man die auch wiederfindet. Teile dieser Koordinaten werden bestimmt in diesem Atlas oder in diesem geografischen Werk des Claudius Ptolemäus aufgegangen sein. Dann haben wir Strabon, der auch eine Geographica geschrieben hat, aber dann weitestgehend so größere Landschaftsbeschreibungen oder Länderbeschreibungen, die auch die Varusschlacht erwähnen und auch ein bisschen auf die Landschaft von Germanien eingeht. Das zu erwähnen, dass er auch über die Verbreitung germanischer Stämme schreibt und auch die mal erwähnt und da nochmal so ein bisschen drauf eingeht. Aber dazu wird es nochmal eine extra Episode geben, weil ich meine, jeder kennt ja diese Karten mit der Verbreitung germanischer Stämme und da möchte ich auch nochmal explizit darauf eingehen, auf was für wackeligen Füßen diese Verbreitungskarten stehen und wie die überhaupt zustande kommen und dass die ganz, ganz, ganz kritisch zu betrachten sind, auch wenn die heute in jedem Schulatlas, in jeder Geschichtsdoku und sonst wie auftauchen. Dann haben wir noch Frontinus. Der hat ein Buch geschrieben, das übersetzt heißt Die Kriegslisten. Da hat der gute Frontinus versucht, anekdotenhaft eine Unmenge von Kriegslisten zusammenzutragen, die er aus Geschichtswerken herausgesucht hat. Das sind zum Teil sehr humoristische Geschichten und soll einfach so eine Art Lehrbuch darstellen, wie man als guter Feldherr oder was man als guter Feldherr zu beachten hat, wenn man Krieg führt. Und da erwähnt er zwei Geschehnisse aus der Zeit nach der Varusschlacht. Da geht es um die Belagerung der Germanen, die das Fort Aliso, das römische Kastell Aliso, belagert haben, was der letzte Stützpunkt der Römer mitten in Germanien gewesen sein soll, nach der Varusschlacht, den die Römer halten konnten und der dann im Jahre 10 nach Christus entsetzt worden ist vom Neffen des Varus namens Asprenas. Und dann haben wir ganz am Ende noch den Manilus und den Ovid. Da befinden wir uns in der römischen Dichtung. Die haben auch in gewissem Maße die Niederlage des Varus erwähnt, sollen hier der Vollständigkeit halber auch nicht fehlen, aber spielen jetzt für die Behandlung des Themas mit der Varusschlacht keine so große Rolle. Hier noch einmal ganz kurz erwähnt der Aufidius Bassus, den ich ja auch gerade auf der letzten Folie schon kurz vorgestellt habe. Aufidius Bassus hat eine ganze Geschichte über die Germanenkriege geschrieben, wo bestimmt die Germanenkriege des Augustus und noch die ersten Regierungsjahre des Tiberius eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Das gesamte Werk ist aber nicht erhalten geblieben. Wir haben auch sonst keine richtigen Daten über ihn, was er in seinem Leben gemacht hat, wessen Standes er war oder ob er auch beim Militär gewesen ist oder sowas. Dazu bereits erwähnt, und da werden wir jetzt nochmal gezielter auch ein bisschen darauf eingehen, Plinius der Ältere ist 23, 24 vor Christus geboren und starb 79 nach Christus bei dem berühmten Vesuv-Ausbruch im Golf von Neapel, wo ja die Städte Pompeji und Herculaneum und noch einige andere Orte vollends zerstört worden sind. Und der Plinius der Ältere, der hat auch ein ganzes Werk über die Germanenkriege der Römer geschrieben gehabt. Wahrscheinlich wurde dieses Werk in den 40er Jahren nach Christus fertiggestellt. Es hieß Bellum Germanicum und umfasste 20 Bücher über die Kriege der Römer in Germanien, wurde aber erst in den 50er Jahren wohl veröffentlicht. Davon würde ich mir natürlich auch außerordentliche
Detailinformationen erwarten. Weil was das Spannende bei Plinius dem Älteren ist, Plinius der Ältere war Reiterkommandeur am Niederrhein, diente dort einige Jahre somit als Soldat und kannte die örtlichen oder lokalen Geschehnisse. Hatte vielleicht auch noch Zugriff auf ein, zwei Zeitzeugen. Ich will jetzt den Bogen nicht überspannen, ob es da denn noch einige ältere Soldaten gab, die noch aus eigener Hand über die Varusschlacht oder über die Germanenkriege berichten konnten. Aber dieses Werk ist leider nicht auf uns gekommen. Und da habe ich jetzt hier mal einen Brief von seinem Adoptivsohn Plinius dem Jüngeren rausgesucht. Und da ist wirklich ganz, ganz spannend zu sehen, dass Plinius der Jüngere hier in diesem Brief an seinen Freund Marker geschrieben hat. Und dort schreibt er: Das freut mich riesig, du studierst die Bücher meines Oheims. Gemeint ist Plinius der Ältere so gründlich, dass du alle haben möchtest. Und fragst, was er denn alles geschrieben hat. Ich werde also die Rolle des Bibliographen übernehmen und dir auch gleich angeben, in welcher Reihenfolge sie verfasst sind. Denn auch das zu wissen, ist für eifrige Leser nicht uninteressant. Und jetzt in der Folge dieses Briefes stellt Plinius der Jüngere ein gesamtes Werkverzeichnis seines Stiefvaters vor. Und das ist eine außerordentliche Quelle, wo wir uns auch wieder nur selbst in Erinnerung rufen können. Wenn dieser Brief von Plinius dem Jüngeren nicht überliefert worden wäre, weil der ist ja auch später denn in späteren Zeiten der Antike, im frühen Hochmittelalter und darüber hinaus kopiert worden, bei den Druckereien denn in Druck gegeben worden, wäre dieser Brief nicht überliefert worden, wir wüssten nichts vom Werkverzeichnis von Plinius dem Älteren und wüssten heute kaum etwas von dem, was er noch geschrieben hat, neben den Texten, die von Plinius dem Älteren noch überliefert sind. Und da haben wir dann zum einen, muss ich natürlich auch so ein bisschen drüber schmunzeln, aber da kommt natürlich auch nochmal daraus hervor, dass er als Reiterkommandant am Niederrhein gewesen ist und dann somit dann auch in Germanien, dass er ein Werk geschrieben hat über das Speerwerfen im Reiterdienst. Das hatte die Länge eines Buches. Und dann auch noch mit der Hinzufügung von Plinius dem Jüngeren, dies tat er mit gleich viel Talent wie Sorgfalt verfasst, als er als Schwadronenchef diente. Also das hat natürlich auch wieder interessante biografische Details, die dort in diesem Brief dann über seinen Vater. Und dann haben wir eine Biografie des Pomponius Secundus in zwei Büchern. Und darauf folgt dann die Geschichte über die Germanenkriege. Ich zitiere hier mal aus dem Brief von Plinius dem Jüngeren. Drittens, Kriege in Germanien in 20 Büchern. In diesen hat er alle Kriege zusammengestellt, die wir mit den Germanen geführt haben. Er begann damit, als er in Germanien Kriegsdienst tat. Durch einen Traum gemahnt, im Schlaf trat der Schemen des Drusus Nero. Mit dem werden wir uns auch nochmal auseinandersetzen. Der Feldherr Drusus und Sohn des oder Adoptivsohn des Augustus, 9 vor Christus, bei einem Reitunfall oder an den Folgen eines Reitunfalls in Germanien sterben. Im Schlaf trat der Schemen des Drusus Nero, der nach Unterwerfung weiter Teile Germaniens dort ums Leben kam, zu ihm, legte ihm sein Andenken ans Herz und bat ihn, vor dem Unbild des Vergessenwerdens zu bewahren. War natürlich eine sehr schöne Textstelle auch nochmal mit dieser Legende oder Anekdote verbunden, dass angeblich der Geist des Drusus ihm im Schlaf begegnet sein soll und darum bat, diese Geschichte der Germanenkriege aufzuschreiben. Und man kann natürlich aufgrund dieser Legende oder dieser Geschichte, die Plinius der Jüngere hier überliefert hat, fest davon ausgehen, dass natürlich die Feldzüge des Drusus damit ein großer Teil dieses Geschichtswerkes dargestellt haben dürfte. Natürlich dann auch der Varus mit der darauffolgenden Schlacht noch nach Christus, Arminius und das, was halt dazugehört. Aber leider ist dieses Werk nicht überliefert worden und steht uns heute nicht mehr zur Verfügung. An dieser Stelle sollte aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass wir teilweise bei anderen antiken Autoren, wie beispielsweise bei den Annalen des Tacitus, zu denen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher kommen werden, Verweise haben, dass beispielsweise Tacitus namentlich in seinem Text erwähnt, dass er noch einen Zugriff auf die Germanenkriege von Plinius dem Älteren gehabt hat, mit denen gearbeitet hat und deutlich auf die verweist. Was das Ganze dann aber ein bisschen hoffnungsloser macht, also ich gebe die Hoffnung natürlich niemals auf, dass vielleicht doch nochmal irgendwo ein paar Fragmente, ein Palimpsest auftaucht, ein Palimpsest. Dabei handelt es sich um einen Text. Der Text von Plinius dem Älteren über die Germanenkriege hätte noch längere Zeit existiert. Und später hat jemand diesen Text als so bedeutungslos eingeordnet, eingeschätzt oder hat diesem keinen Wert mehr beigemessen, hat in dem Kodex den Text von Plinius mit den Germanenkriegen erradiert, gelöscht, abgerieben, dann mit einem neuen Text beschrieben. Das nennt man sozusagen ein Palimpsest oder man hat beispielsweise auch Kodizes zerstört oder Bücher in dem Sinne zerstört, um mit dem Material neue Bücher einzubinden. Das ist im Groben und Ganzen ein Palimpsest. Man darf die Hoffnung natürlich nicht mehr nicht aufgeben, dass
davon vielleicht noch mal ein paar Fragmente von Plinius dem Älteren und seinen Germanenkriegen auftauchen. Aber es gibt eine weitere Textquelle, die die Hoffnung da schon ganz, ganz auf ein unterstes Level sinken lässt. Und das ist eine kleine Bemerkung von Symmachos. Das war ein spätantiker Politiker von der Wende vom 4. Jahrhundert zum 5. Jahrhundert. Da sind wir schon in der tiefsten Spätantike. Und Symmachos schreibt dort an einen Bekannten, an einen Freund, soweit ich mich erinnere, dass er sich darüber beklagt, dass er auch schon gerne nochmal eine Abschrift, eine Kopie von den Germanenkriegen des Plinius hätte, aber diese schon zu seiner Zeit, also knapp bisschen mehr als 300 Jahre nach der Anfertigung des Werkes von Plinius dem Älteren, diese schon nicht mehr ausfindig machen kann, aber sich sehr wünschen würde, die auch noch seiner Abschriftensammlung hinzufügen zu können. Aber das lag wohl zu seiner Zeit schon nicht mehr vor, und jetzt hatten wir ja eingangs bei der heutigen Folge ja schon gesehen, dass wenn die Schriften es nicht mal bis zu dem Wechsel von den Pergamentrollen oder Papyrusrollen zum Kodex schaffen, die Chance ganz, ganz gering sein wird, dass das im Frühmittelalter noch irgendwo in einer Bibliothek vernünftig vorlag, um es dann weiter zu kopieren und zu kopieren, bis wir dann zum Buchdruck kommen und zur Digitalisierung. Wie gesagt, die Hoffnung nie aufgeben, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr gering, dass das ebenfalls also zu meinen Lebzeiten noch passieren wird, aber ich würde mich natürlich sehr freuen. Dann haben wir noch drei Bücher, die Studien umfasst haben. Da kann ich mir auch keinen richtigen Sinn daraus machen, was damit gemeint gewesen ist. Und dann haben wir noch 8 Bücher über zweifelhafte Sprachformen. Da geht es wohl um eine sprachliche Zensur während der Regentschaft des Kaisers Nero. Und dann haben wir noch, ist auch sehr, sehr spannend, eine Fortsetzung der römischen Geschichte des Aufidius Bassus in 31 Büchern. Das heißt, Plinius hat nochmal das Geschichtswerk einfach fortgesetzt, was Aufidius Bassus nicht mehr fertigstellen konnte oder wo das Geschichtswerk des Aufidius Bassus endete. Und ganz am Ende, das 7. Werk hier in der Reihe, wo Plinius wohl auch fast bis ans Ende seines Lebens dran gearbeitet hat. 37 Bücher Naturgeschichte, ein umfangreiches, gelehrtes Werk, nicht weniger abwechslungsreich als die Natur selbst. Das ist das berühmteste und eine fast ja als Enzyklopädie zu bezeichnen. Eine Naturgeschichte mit einer Unmenge an Informationen und Inhalten aus der Antike, wie antike Menschen bestimmte Sachen gesehen haben, wie sie auch bestimmte natürliche Sachen beschrieben haben, Pflanzenkunde. Da ist eine so große Menge drin, dass man das kaum in einer Episode hier auf YouTube vielleicht mal irgendwie zusammenstellen könnte. Vielleicht versuche ich das mal, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch dafür interessiert. Und rot unterstrichen deshalb, weil es das einzige Werk ist, was von Plinius dem Älteren heute noch überliefert ist. Und alle anderen Werke sind weg. Dann haben wir hier nochmal ganz kurz exemplarisch gezeigt die römische Geschichte des Florus, mit der wir uns aber nochmal gezielt auseinandersetzen werden, denke ich, in den folgenden Episoden. Oder ich werde die mal so gegenüberstellen, was er über die Varusschlacht schreibt und was die anderen geschrieben haben. Ist ein bisschen entfernt von der Varusschlacht, erste Hälfte, 2. Jahrhundert. Aber so viel Biografisches wissen wir vom Florus leider auch nicht. Und dann haben wir hier noch die römische Geschichte des Cassius Dio. Exemplarisch gezeigt hier der erste Band, der auch sehr detailreiche Angaben zur Varusschlacht macht und sogar auch eine chronologische Abfolge der Varusschlacht so ein bisschen aufgeschrieben hat, sodass man den Schlachtverlauf versuchen kann zu rekonstruieren und das dann so ein bisschen vermengen kann mit dem, was die anderen antiken Autoren geschrieben haben, anhand der zeitlichen Reihenfolge des Cassius Dio. Beim Cassius Dio muss aber hervorgehoben werden, dass wir heute auch eigentlich nicht mehr das komplette Werk des Cassius Dio haben, und Cassius Dio ist leider, obwohl es auch hochspannend wäre, wenn wir seine römische Geschichte mal als komplettes Werk haben würden, nur in Fragmenten überliefert, und ein gewisser Teil dieser Fragmente ist sogar auch nur überliefert anhand von byzantinischen Autoren, die den kompletten Cassius Dio wohl noch zur Verfügung gehabt haben und den in ihren Geschichtswerken aus Cassius Dio zitiert haben, und mit diesen Zitaten aus den byzantinischen Werken rekonstruieren wir heute den Cassius Dio. Oder versuchen, den Urtext des Cassius Dio zu rekonstruieren. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Angelegenheit, deswegen sei das hier nur kurz erwähnt, aber man muss sich halt darüber bewusst werden, wie am Ende diese Texte auf uns gekommen sind und welchen Umarbeitungen oder mit welchen Rekonstruktionen von Texten wir am Ende arbeiten. Ich meine, ein bisschen ähnlich ist es auch mit der römischen Geschichte des Livius, die ist ja auch in Fragmenten überliefert, aber da haben wir wirklich noch einen großen Teil. Ich glaube, die letzten Bücher von Livius fehlen. Da beschreibt er ja, sage ich mal, denn die Drusus-Feldzüge und so in ganz wenigen Worten, aber auch mit interessanten Angaben. Da haben wir dann aber natürlich nicht den weiteren Verlauf mit der Varusschlacht und sowas dann drin bei Livius. Aber es wäre natürlich auch hochspannend, wenn wir Livius komplett hätten. Da wird ja zum Teil immer so ein bisschen drauf spekuliert, dass vielleicht bei einem außerordentlichen Fund in Pompeji
vielleicht in der Villa de Papyri noch ein, zwei Papyrusrollen entdeckt werden könnten, wo noch die römische Geschichte des Livius mit drauf ist. Aber dass ich das noch zu meinen Lebzeiten erleben werde, halte ich für sehr ausgeschlossen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Für das Überleben dieser antiken Texte, die wir hier behandeln, ist hauptsächlich der Humanismus verantwortlich und die Leute mit humanistischem Weltbild. Und denen haben wir es am Ende zu verdanken, dass wir überhaupt heute noch von diesen Texten und von diesen antiken Autoren reden und deren Texte zur Verfügung haben. Und da ist einmal ganz wichtig zu erwähnen, jetzt kommen wir nochmal zu einigen Fallbeispielen. Die Wiederentdeckung der Annalen des Tacitus im Jahre 1507. Das ist ja auch ein außerordentlicher Text, wenn es um die Biografie des Arminius geht und auch um die Germanicus-Feldzüge. Und in seinem Text erwähnt er natürlich auch immer mal so ein bisschen die Zusammenhänge mit der Varusschlacht. Diese Annalen des Tacitus, die wurden 1507 in der Benediktinerabtei in Corvey entdeckt. Das befindet sich in Niedersachsen. Kann ich nur jedem mal empfehlen, dort einen Besuch abzustatten. Und deswegen heißt der Originalkodex auch die Corveyer Handschrift. Diese Corveyer Handschrift wurde aber kurz nach 1507 entwendet und befindet sich heute in der Bibliotheca Medicea Laurentiana in Florenz. Ich hatte das schon mal erwähnt, wenn wir über die Biografie oder die Lebensdauer von Texten reden, reden wir sozusagen von einem Stemma. Und das habe ich hier mal versucht, so ein bisschen lebendiger aufzuführen, dass wir jetzt anhand der Überlieferung der Annalen des Tacitus erstmal natürlich ganz oben die sogenannte Urfassung haben, also den Text, den Tacitus oder ein Sklave von Tacitus, ein Schreibsklave, dem er den Text diktiert hat oder wie man sich das vorstellen können muss, wie jemand in der Antike Texte verfasst hat, auch besonders wenn es um so ein umfangreiches Geschichtswerk geht. Und Tacitus hat seine Annalen ungefähr ca. 120 nach Christus fertiggestellt. Das ist dann sozusagen die Urfassung, der Urtext. Dieser Urtext hat dann eine ungewisse Biografie zwischen 120 nach Christus und 800 nach Christus, wo wir uns ja schon im frühen Mittelalter befinden. Im 8. Jahrhundert nach Christus wird wahrscheinlich in Fulda eine Abschrift angefertigt von den ersten 6 Büchern des Tacitus. Also das Werk hatte eigentlich auch mehrere Bücher gehabt und manche Bücher sind auch heute nicht mehr vorhanden. Und nachdem es im 8. Jahrhundert in Fulda angefertigt worden ist, eine Abschrift dieser ersten 6 Bücher, gelangt es ins Kloster Corvey und gerät dort in Vergessenheit. Ich weiß nicht, ob das jemand genutzt hat, um ein Bücherregal auszugleichen, was wackelig war, oder ob es hinter das Regal gefallen war oder was mit dem Text passiert ist. Auf jeden Fall wird der Text dann wahrscheinlich nicht mehr zur Rate gezogen. Er gerät einfach dort im Kloster Corvey im Bücherregal in Vergessenheit und keiner beschäftigt sich mehr mit ihm. 1507 wird er wiederentdeckt. Und wie ich ja schon erwähnt hatte, kurz darauf wird das Manuskript in Anführungsstrichen entwendet. Das ist auch bis heute so ein bisschen eine komische Geschichte, warum das dort gestohlen wird und beim Papst in Rom wieder auftaucht. Und auch generell, dass man 650 Jahre dieser Handschrift in Corvey keine Aufmerksamkeit geschenkt hat, ist natürlich auch, sage ich mal, zeugt nicht von einem guten Bibliothekswesen in der Benediktinerabtei Corvey, könnte man so zusammenfassend sagen. Auf jeden Fall nach 1507, nachdem die Handschrift entwendet worden ist im Kloster Corvey, kommt sie dann zu Papst Leo X. Und Papst Leo X. gibt 1515 die erste Ausgabe heraus. Und daraufhin kommt dann über verschlungene Wege, da spielen dann auch, glaube ich, die Medici noch eine Rolle, kommt diese Corveyer Handschrift dann in die Bibliotheca Medicea Laurentiana in Florenz. Und da ist sie auch heute noch. Leider hat die Bibliothek in Florenz bis heute kein Digitalisat zur Verfügung gestellt. Also das heißt, man kann die Abschrift neben vielen anderen Abschriften, die man anschauen kann, leider nicht am Computer sich nochmal anschauen. Das hätte ich gerne auch hier für die Episode gemacht, aber das ist leider noch nicht möglich. Dann haben wir noch auf der rechten Seite die Bücher 11 bis 6 aus den Annalen des Tacitus. Und die haben dann schon, die haben einen anderen Weg hingelegt. Das heißt, irgendwo zwischen 120 nach Christus und auch schon vor dem 8. Jahrhundert müssen die Annalen des Tacitus geteilt gewesen sein in verschiedenen Kodizes, vielleicht weil es einfach zu viel Text war, dann hat man das aufgeteilt. Dabei sind die Bücher 11 bis 16 der Annalen des Tacitus getrennt worden oder lagen nur noch in einer separaten Kopie vor, getrennt von den anderen Büchern der Annalen des Tacitus. Deswegen ist das hier als Manuskript 2 aufgeführt. Die Bücher 1 bis 6 sind Manuskript 1. Im 11. Jahrhundert wurden wahrscheinlich diese Bücher 11 bis 16 in Deutschland kopiert. Vielleicht sogar auch in Fulda mit den anderen Büchern aus den Annalen des Tacitus. Und diese gelangten dann ins Kloster von Monte Cassino. Gerieten dort in Vergessenheit. Im 14. Jahrhundert gelangte dann diese Handschrift ebenfalls nach Florenz und war Teil der ersten Ausgabe der Annalen des Tacitus, die Papst Leo X. herausgegeben hat, woraufhin dann
ebenfalls die Bücher 11 bis 16 in die Bibliothek nach Florenz gekommen sind. Und da kann man mal so gucken, also man sieht ja oben dann auch die gestrichelten Linien hier schön in der Grafik, dass da vieles natürlich ungewiss ist zwischen der Antike und dem Frühmittelalter und wir da gar nicht wissen, was mit den Texten eigentlich wirklich passiert ist oder wie viele Kopien von diesem Text das schon waren, bis die Kopie in Fulda und für Bücher 11 bis 16 in Deutschland angefertigt worden sind. Das muss man sich halt immer vergegenwärtigen. Und wenn da nur jetzt, sage ich mal, eine Sache unterbrochen worden wäre, die Bücher 1 bis 6 werden heute nicht mehr erhalten. Große Teile über der Varusschlacht werden heute unbekannt. Dasselbe trifft natürlich auch so ein bisschen die Germania des Tacitus, die sich jetzt nicht gezielt mit der Varusschlacht beschäftigt, aber wir machen natürlich viele Herleitungen, die wir über die Varusschlacht dann konstatieren oder die wir uns halt glauben, dass es so gewesen sein könnte, versuchen wir dann auch nochmal anhand der Germania des Tacitus, wenn es um die Bewaffnung der Germanen geht in der Varusschlacht oder um die Verbreitung germanischer Stämme und solche Sachen irgendwie zu rekonstruieren. Und deswegen sei hier die Germania des Tacitus auch noch einmal kurz erwähnt. Bei der Germania des Tacitus ist das aber nochmal ein ganz klein bisschen anders als bei den vorherigen Handschriften. Die war nämlich nur noch in einem sogenannten Sammelwerk überliefert worden. Das bedeutet, man hatte vielleicht bereits schon in der Antike, Spätantike oder dann spätestens im Frühmittelalter ganz verschiedene kleinere antike Werke in einem Werk, einem gesammelten Werk zusammengestellt. Das war in diesem Fall hier der Codex Hertzfeldiensis, wieder benannt so ähnlich wie die Corvair-Handschrift nach dem Aufenthaltsort oder nach dem Kloster, in dem man diese Handschrift entdeckt hatte. Und diese Handschrift beinhaltete auch noch andere Texte des Tacitus, wie zum Beispiel seine berühmte Germania natürlich, über die wir gerade hier reden, dennoch die Vita seines Schwiegervaters Agricola, der in Britannien groß als Feldherr im Einsatz gewesen ist, und dann beispielsweise auch noch seine Abhandlung über die Rhetorik neben einem Text noch von Sueton. Diese Sammelhandschrift wurde 1455 von Enoch von Ascoli im Kloster Hersfeld entdeckt, erworben, kann man so sagen, und Enoch von Ascoli verbrachte diese Handschrift, denn diese Sammelhandschrift nach Italien, wo sie geteilt worden ist, also die einzelnen Werke wurden wieder voneinander getrennt, dann verliert sich aber die Spur dieses Originaltextes aus dem frühen Mittelalter. Der Codex Hertzfeldiensis soll in das 9. Jahrhundert datiert haben. Und seitdem sind aber die einzelnen Handschriften nicht mehr aufgetaucht und auch diese wichtige Abschrift der Germania gibt es nicht. Man fand dann aber 1902 noch einen weiteren Codex, den sogenannten Codex Isinas. Und dieser Codex beinhaltet eine komplette Abschrift des Codex Hertzfeldiensis, der ja leider verschollen ist. Ebenfalls die einzige Abschrift da, die wir von der Germania des Tacitus haben, in diesem Sammelwerk des ehemaligen Codex aus Hersfeld und dann heute in dem Codex Isinas. Wieder, ich kann mich nur wiederholen, wäre dieser Codex Isinas nicht wieder aufgetaucht, der eine direkte Abschrift des Codex von Hersfeld darstellen soll, hätten wir mit dem Verschwinden des Codex aus Hersfeld keine Abschrift mehr der Germania und somit können wir uns einfach nur glücklich schätzen, dass nachdem der Codex aus Hersfeld nach Italien gekommen ist, bereits 1473, 74 gedruckt worden ist. Denn sogar, ich glaube, auch davor gab es schon Ausgaben, die den Originaltext der Germania des Tacitus gedruckt haben. Wäre dieser Druck nicht zustande gekommen mit der Verbreitung des Druckes denn wieder in alle Landesteile und die Humanisten und die ganzen beteiligten Personen haben das natürlich dann auch durch ganz Europa gesendet, wüssten wir heute nichts von der Germania des Tacitus. Und am Ende wäre wohl auch die ganze Nationenbildung oder dieses ganze, diese gesamte nationale Gefühlsduselei, die dann im Humanismus aufgekommen ist und wo jeder Staat natürlich da auf seine Wurzeln geschaut hat und die Deutschen haben sich dann die Germanen als ihre Vorfahren ausgesucht, gar nicht erst zustande gekommen, wenn wir nicht die Germania des Tacitus gehabt hätten. Also ganz spannende Wege, die dort die Geschichte hätte nehmen können, nur auf Basis einer Handschrift, ob wir sie nun haben oder nicht und was denn Menschen auch mit dem Gedankengut dieser Handschrift am Ende angestellt haben. Aber das wäre nochmal auf jeden Fall eine andere Episode, mit der man sich mal gezielt mit der Germania des Tacitus auseinandersetzen könnte. Natürlich Rezeptionsgeschichte und das Ganze, da ist die Germania des Tacitus ein ganz, ganz wichtiges Dokument mit der Strahlwirkung dann über eine sehr, sehr lange Zeit
hinweg, bis in unsere heutige Zeit, muss man so sagen, wenn wir über das Germanenbild sprechen. Nun haben wir heute schon einen weiten Bogen gespannt und ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen was über die römische Geschichte des Velleius Paterculus erzählen und wie dieses Werk auf uns gekommen ist, weil das ist auch nochmal ein hochkomplexer Sachverhalt. Velleius Paterculus steht in seinem Werk, den Annalen des Tacitus oder der römischen Geschichte des Cassius Dio, wenn wir über die Varusschlacht reden, ja nichts nach. Aber damit jetzt diese Episode nicht wieder so eine ganz, ganz lange Episode wird und ich auch dieses Format mit den 30 Minuten oder auch unter 30 Minuten zu bleiben eigentlich ganz angenehm finde, mache ich jetzt hier mal einen Cut, packe alles mit Velleius Paterculus und was man noch über die antiken Autoren zur Varusschlacht wissen sollte in eine zweite Episode. Nun sind wir schon ans Ende gekommen vom ersten Teil über die antiken Quellen und Autoren, die über die Varusschlacht berichtet haben. Ist mir ein großes Anliegen, nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr bitte Hinweise, Vorschläge, Fragen und auch Lob und Kritik natürlich bitte alles immer wieder in den Kommentarbereich hineinschreibt. Das hat mir bei den letzten Malen schon des Öfteren geholfen und es kamen auch ganz interessante Diskussionen zustande. Dann freue ich mich natürlich auch riesig, wenn ihr dem Video hier einen Like gibt und dann natürlich auch ein Abonnement für diesen Channel abschließt. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch eine gute Zeit. Auf bis bald und ich freue mich auf euch hier wieder bei Histofokles.